Hallo Leute, wir sind zurück zu einem Video. Heute möchten wir gerne über unseren kleinen Hamster reden. Der ist vor einigen Tagen gestorben. Heute ist Mittwoch. Er ist am Montag gestorben. Und wir wollten euch erzählen, warum es dazu gekommen ist. Ja, ja und wie es ihm einfach ging in letzter Zeit so, oder? Mhm. Wir haben euch ja von Anfang an auch mitgenommen auf der Reise. Seth hat damals Streams gemacht und Geld gesammelt für alles Mögliche. Halt Fred selbst, den Käfig und Zubehör. Mhm. Hat nicht im Mindesten gereicht, wie er mir schon erzählt hat. Mhm. Aber er hat auch immer so viel gekauft für ihn. Ja, zwischendurch haben wir euch natürlich Updates geschickt und auch auf Instagram öfter mal kleine Insta-Stories einfach zu ihm so. Also, vor allem Instagram, ja. Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn man halt kein eigenes Haustier hat, ist es immer ganz süß, mal zwischendurch die anderen Leute zu sehen. Ich fand das immer ganz gut. Ich glaube auch. Wir hatten auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Freude mit Fred. Und er war so ein scheues Tier erst und hat so lange gebraucht, um handsam zu werden. Ja, also wenn man bedenkt, dass Hamster ja auch Fluchttiere sind und irgendwie von der Natur aus drauf programmiert sind, Angst zu haben, macht einen das unfassbar stolz und froh, wenn man es dann irgendwie schafft, dass sie mit einem irgendwie was Positives verbinden. Also er hat zum Schluss auch überhaupt keine Angst mehr gehabt. Jedes Mal, wenn ich seinen Käfig gesäubert habe, ist er eher super neugierig gewesen und halt immer rangekommen. Ich durfte keine Papiertüte, wo ich das Zeug reingemacht habe oder so, abstellen auf den Käfig, sondern ist er sofort und hat da dran rumgeknabbert und ist mir so, wenn ich irgendwie seinen Dreck rausnehmen wollte, halt irgendwie so dazwischen unter die Hand und hat da dran rumgeschnuppert und was ich da mache. Mhm. Er hat halt keine Angst mehr gehabt und das ist schon schön. Ja, also, das war sehr schön für uns. Im Mai waren wir fast 4 Wochen lang im Urlaub in Heiligenhafen. Wir haben halt einfach unsere Arbeit mitgenommen. Genau, wir haben uns dort eine Wohnung gemietet. Das war ein Traum von mir. Ich will unbedingt mal am Meer wohnen oder ja, will immer noch. Aber das war so mal so ein kleiner Test dafür. Und wir haben einfach alle unsere Sachen gepackt. Unser Auto war proppenvoll. Fred mitgenommen und dann sind wir da hochgefahren. Ja, an die Ostsee. Ja, da habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass er am Bauch so eine rote Stelle hatte, so einen roten Punkt, wie so ein Pickel, nur halt irgendwie wie so entzündet. Und das macht einem natürlich Sorgen irgendwie und ich bin dann zum Tierarzt gefahren und da habe ich halt zum ersten Mal, weil der Tierarzt auch gesagt hat, boah, wie sieht er denn aus? Weil wir haben ihn ja immer natürlich nur in der Dämmerung oder halt im so Zimmerlicht gesehen. Und da sieht man das echt nicht. Und so bei Tageslicht oder bei so einem Arztlicht haben wir halt gesehen, wie er schon so langsam war, dabei war, Fell zu verlieren. Also wir dachten halt auch, der wird halt alt. Ne? Der war ja dann schon anderthalb. Ist sehr viel schmaler geworden. Ist im August, glaube ich, geboren und dann war es Mai. Ja, schon deutlich über anderthalb, aber der ist auch sehr viel schmaler geworden im Gesicht, hat Fell verloren. Auf jeden Fall am Kopf hat man das gesehen. Was ja an sich erstmal normale Alterserscheinungen sind. Ja, genau. Also aber wir haben uns nichts weiter dabei gedacht, aber Seth war dann, wie gesagt, beim Arzt und hat dann selbst gesehen, wie schlecht er eigentlich aussah. Und der Arzt hat ihm dann erstmal einen Abstrich gemacht für Pilze, also oder überhaupt, um rauszufinden, was ist es? Es sah irgendwie aus wie irgendwas auf der Haut. Ja. Und? Genau, und dagegen kann man auch eigentlich einiges machen, also sowohl gegen Pilze als auch gegen Milben, was ja zwei Sachen sind, die so auf der Haut wohnen, wachsen, wie auch immer. Das war ja gegen Ende dieses Urlaubs, sind wieder zurückgefahren, dann war ich hier beim Tierarzt und er hat gesagt, er sieht eigentlich eher aus wie ein typischer Milbenhamster und hat ihm was gegeben gegen Milben. So Tropfen, die man im Abstand von 2 Wochen immer in den Nacken geben muss. Und das hilft, das ist eigentlich sehr gut zu behandeln, das ist nicht so das Ding. Aber das schlug halt überhaupt nicht an. Das wurde eher noch schlimmer. Mhm. Und es wurde sogar so schlimm, dass ich halt vor dem nächsten Termin, lange vorher, nochmal zum Arzt bin. Habe halt gesehen, dass diese rote Stelle viel größer geworden ist. Und dann bin ich halt hin und hat der Arzt ihm halt Antibiotika gegeben. Und das ist immer so ein bisschen so, also da geht halt nicht so viel drüber, ne? Und zum Anfang hat er das
auch ganz gut angenommen. Ich musste ihn dann nochmal rausnehmen und zweimal am Tag halt so einen kleinen Tropfen in den Mund. Aber da ging es ihm schon so schlecht. Da muss es ihm schon sehr schlecht gegangen sein. Und zum Anfang hat er dann ist er einen Tag mal rausgekommen und da habe ich auch zu ihm gesagt, dass ich so stolz auf ihn bin, weil er dann wieder, er kam nicht mehr wirklich raus. Und dann war er wieder munter auf einmal und ist überall rumgelaufen und pipapo. Und den nächsten Tag ging das so, ist er gar nicht mehr rausgekommen. Er hat nicht mal sein Fressen mehr richtig geholt, er hat kaum noch gefressen. Das waren dann so die letzten Tage. Und jedes Mal, wenn man das hochgenommen hat, man hat ihn angeguckt und hat in so ein kleines Häufchen Elend irgendwie erblickt. Ja, Fred hat so ein Haus. Oder Seth hat das. Ich habe den Käfig umgebaut, damit ich besser rankomme, um ihn zu medikamentieren. Genau, das heißt, das Haus war oben, sonst war das immer unter der Erde. Das heißt, Seth konnte einfach nur den Deckel vom, also das Dach abnehmen und hat dann gleich Fred gesehen. Und ja, das war natürlich viel einfacher, um ihn rauszuholen und ihm seine Medikamente zu geben, weil er musste dann zweimal am Tag. Ja, und er hat jedes Mal, wenn man das aufgemacht hat, hat er ihn einfach angeguckt, so mit ganz müden Augen und so offenem Mund. Und du hast halt seine kaputte Haut gesehen und so. Und das war halt, das war so fürchterlich. Und irgendwann hat er sich auch so krass gewehrt gegen diese Antibiotika. Mhm. Das war halt alles im Abstand, das waren nur alles so ein paar Tage, ne? Ja. Dass er sich richtig davor geekelt hat vor dem Zeug. Ich habe es dann mit so Apfelmark, so ungesüßtes, so aus dem Bioladen hab ich das probiert. Er hat richtig so Abwehrbewegungen gemacht und richtig so auf den Boden gescharrt. Ich weiß nicht, ob das so vor Ekel, er wusste sich, glaube ich, einfach nicht zu helfen. Und irgendwann ist er dann auch richtig aggro geworden. Ich glaube, er wollte halt, er war so super im Stress, sein Körper war super fertig mit den Nerven. Weil er kann sicherlich auch nicht richtig schlafen. Und wenn dir alles juckt, hat dann angefangen sich zu jucken und ja, der Arzt hat auch gesagt, der in Heiligenhafen, dass diese kahlen Stellen noch vom Kratzen kommen, wenn man sich halt immer, aber ich weiß auch nicht, wie doll muss man sich denn kratzen, dass einem die Haare ausfallen. Aber er hat dann so Fell verloren, er sah so nackig aus in der letzten Woche. Und dann hat er halt angefangen, ist er grantig geworden, halt auch aggressiv, hat mich halt auch gebissen und so und wollte halt nicht mehr. Und dann, das tut einem halt so leid, weil du dich irgendwie so hilflos fühlst. Und dann sind wir halt, hätte ich noch einen Termin gehabt, den musste ich halt leider dann absagen. Wir sind halt dann Pfingstmontag zur Uniklinik. Ja, zur Uniklinik, in diese Bereitschafts- ja, genau. Notaufnahme. Ja, Notdienst, genau. Und die Ärztin hat gesagt, diese roten Stellen, er hatte noch sowas an der Schulter. Mhm. Er hatte immer schon so offene Stellen dadurch gehabt, so richtig, ja, wirklich offene Stellen. Ich weiß aber es nicht. Aber auch erst in der letzten Woche oder in der letzten anderthalb, zwei. Und die hat gerade gesagt, das sieht richtig nekrotisch aus. Und das also ist halt, abgestorben. Ja, so. Und die Möglichkeit wäre halt, ihn da zu behalten, da er jetzt nicht also er hat nur getrunken, er hat viel getrunken. Mhm. Aber er muss halt was essen, vor allem bei dem Wetter. Und dann hat sie halt gesagt, sie kann ihn da behalten und können ihn zufüttern, so mit aufpäppeln ein bisschen und dann nochmal untersuchen. Und ich habe dann halt gefragt, also wir haben halt echt lange geredet, wie halt die Chancen stehen, dass es halt irgendwas ist, was man leicht behandeln kann. Und sie meinte halt, so wie das aussieht und wenn halt diese Medikamente überhaupt nichts gebracht haben bis jetzt, so, dann kann es halt auch sein, dass es was aus dem Inneren ist, was sein Immunsystem so schwächt. Und er hat sich dann halt auch jedes Mal, wenn man ihn angefasst hat, ich glaube, er hat halt Schmerzen gehabt. Er hat halt wirklich, das tat halt alles weh. Und natürlich, wenn so deine komplette Haut, der konnte sich nicht mehr dann so richtig bewegen, auch nur gelegentlich. Und das war halt so schlimm. Wir sind dann einfach, sie hatte dann gesagt, so, man könnte halt auch dann drüber nachdenken, ihn halt dann irgendwie zu erlösen. Und ich habe mir dann gedacht, wenn er jetzt nochmal eine Behandlung kriegt, nochmal warten muss mit dieser Krankheit, vielleicht findet man was, vielleicht nicht. Ich meine, er war fast 2 Jahre. Das ist schon alt, sag ich jetzt mal, für einen Hamster. Ich weiß, die werden 2 bis 3, aber so die allermeisten werden halt vorher schon krank und so, bevor sie überhaupt in die Nähe von 3 kommen. Bei den Hamstern ist ja auch das Problem, dass im Alter sehr viele krank werden. Also dass die an natürlichem Tod sterben, an Altersschwäche, ist halt fast schon eher die Seltenheit. Das ist halt so traurig irgendwie. Und dann
Ich wollte ihm das halt nicht antun. Dann hat er vielleicht noch einen Monat, wenn man überhaupt es geschafft hätte, Wenn ihn überhaupt, zu ja. pflegen, Ich muss normal, und sagen, sich 2 Monate noch rumgequält mit dem Körper, der einfach nur wehtut. Und das wollte ich nicht. das mit dem mikrotischen Gewebe fand ich echt krass. Also, dass sie halt, dass das erstens mal, dass sich das so doll ausgebreitet hat. Als wir in Heiligenhafen waren, zum ersten Mal beim Da war das Arzt so. waren, da war das erbsengroß, wirklich klein. Jetzt Montag war das so groß wie ein 2-Euro-Stück. Also richtig, es war über seinen halben Bauch verteilt. Ja, nicht ganz, aber für seine Größe halt schon groß. Und noch am Arm. Das Und war auch wenn nicht das klein. abgestorbenes Gewebe irgendwie ist oder von innen, und sie meint, es kann halt was auch mit der Leber zu tun haben oder so. Irgendwelche Zysten, viele, viele Hamster kriegen auch Krebs und so. Das war so der ausschlaggebende Moment für mich, weil du kannst halt für so ein kleines Tier nichts machen, wenn das was Innerliches hat. Nicht So, wirklich. so Milben und Pilze kannst du gut behandeln, aber solche schweren innerlichen oder organschädigenden Krankheiten sind einfach tödlich. Ich habe halt versucht, mich darauf vorzubereiten irgendwie, aber das funktioniert nicht. Du stehst dann auf einmal vor dieser Situation und hast da halt diesen kleinen Kerl noch vor dir, der will noch. Du siehst, dass er noch will, wenn er könnte. Aber er weiß halt auch nicht mehr noch weder aus noch ein so. Und wenn du dann denkst, er hat jetzt irgendwie Schmerzen. Wir waren vorher nie beim Tierarzt. Er hatte nie was, nie. Der war putzmunter, der war lieb, der war ausgeglichen. Und wenn man dann denkt, ich glaube, er hat es halt gut und 2 Wochen hat er es halt nicht gut, dann ist das halt nur ein kleiner Teil und das ist okay. Also, das ist halt super tragisch. Wir haben ihn dann halt so, er hat halt Narkosegas bekommen und dann halt eine Spritze. Das ist am stressfreisten. Wir standen halt früh auf, wir sind dann hingefahren zum Arzt und dann kommst du halt wieder und hast diesen kleinen Körper nur noch in so einer Kiste. Das tut weh. Ich weiß, es ist halt nur, es ist sicherlich was anderes als ein Hund oder sowas, weil der ja auch, oder eine Katze, weil die ja auch länger bei einem sind, aber wenn du dich halt, es waren ja trotzdem fast 2 Jahre um so ein Tier kümmerst und halt versuchst zu viel. Also es hat halt jeden Tag Herzblut und halt auch Energie gekostet und du siehst ihn aufwachsen, so. Du bist bei all seinen kleinen Fortschritten, bei all seinen kleinen Entwicklungsstufen mit dabei, bei allem, was er macht, du beobachtest ihn und er gibt das auch zurück, irgendwie, so wie er es kann, halt mit Neugier und mit Vertrauen. Und du denkst dir dann, das ist so ein Tier, das kann halt für nichts was, ne? Das ist so unschuldig und trotzdem hat es dann irgendwie so ein schweres Los gezogen. Ja, wir haben ihn dann mit einer kleinen Kiste, so also einen kleinen Sarg gebastelt. Mit Hi. Stroh und Snacks, Nüssen, noch alles, alles, was er gerne hat. Er hat immer gerne so die Petersilien-Drops. Die habe ich ihm noch extra gesucht. Ich habe so ein Tonhäuschen, was wir hatten, so eine kleine Höhle. Die habe ich ihm draufgesetzt, dass es geschützt ist und dann noch ein bisschen Sand drauf und seine Snacks halt rein und dann haben wir für die Kiste ein schönes Plätzchen im Wald gesucht. Und die ein bisschen vergraben. Ich weiß, das darf man eigentlich nicht, aber es war mir egal. Ich sitze irgendwie zu Hause. Und seitdem regnet es jeden Tag. Seitdem regnet es jeden Tag. Ich weiß, viele haben das schon erlebt, auch mit anderen Tieren, mit, wie gesagt, irgendwie größeren Haustieren, an die man sich dann noch mehr bindet, die noch eine längere Zeit da sind, mit denen man noch mehr interagieren kann. Aber halt, es kommt immer darauf an, wie viel Emotionen du da irgendwie reinsteckst. Und je nachdem, was für eine Bindung du selber aufbaust, tut es halt entsprechend weh, auch wenn es nur so ein kleines Tier ist. Weil er war halt immer da. Ich war nie allein zu Hause. Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, war er da.
Und Seth arbeitet halt von zu Hause aus. Das heißt, und jetzt fühle ich mich da halt. Da war immer jemand. Immer. Jetzt bin ich hier und ich sehe die ganzen Sachen und ich muss die ganzen Sachen halt wegschmeißen, weil er halt krank war. Und ich will nicht, dass das irgendwen anders ansteckt, sonst würde ich die weggeben. Aber bis auf das Streu, was nicht benutzt wurde. Und es steht jetzt halt hier dieses leere Terrarium. Naja. Ich glaube vor allen Dingen zu den Zeiten, wo man seine kleinen Rituale mit ihm hatte, wie zum Beispiel abends, ist es halt schwierig, wenn man ins Bett geht und normalerweise sagt man irgendwie gute Nacht, Fred, und dann ist er halt nicht mehr da. Ja. Er ist halt in jedem, in unseren Gedanken immer gewesen. So, ich denke jetzt noch, wenn ich mein Handy laut hab und komme hier ins Wohnzimmer, oh, ich muss mein Handy leise machen, Fred ist da. Wenn man einkaufen geht, Salat, denkt man immer, man könnte ihm was abgeben. Mhm. Ich habe noch Fenchel im Kühlschrank, den habe ich für ihn gekauft, damit er was hat, was Gesundes. Wir haben ihm immer viel Gemüse gegeben. Es lag nicht an der Ernährung, dafür kann keiner was. Er hatte nichts mit. Seine Verdauung war auch noch okay. Mhm. Also dieses Antibiotika, dieses Scheiß, ich habe mir halt gewünscht jetzt im Endeffekt, ich hätte ihm das erspart, weil das ist halt ein tolles Medikament. Das ist auch nicht gut für die Darmflora. Wahrscheinlich hat er dann auch noch zusätzlich Bauchschmerzen gehabt. Aber ich dachte halt, ich muss ihm helfen. Fand er so eklig. Wir probieren das aber noch. Aber der hat sich echt nicht, also der wollte sich nicht mehr bewegen die letzten paar Tage. Also beziehungsweise wollte er sich bewegen, aber er konnte nicht, weil ihm, glaube ich, seine Haut einfach wehgetan hat. Von dem ganzen Kratzen hat er offene Stellen. Ne? Und er ist dann so ganz langsam gelaufen. Also er hat sich nie so schnell bewegt irgendwie. Er sah so fertig aus. Er wird halt auch nicht geschlafen haben. So richtig. Und ich war so früh wach, auch immer schon um 7. Und sonst ist er mal 23 Uhr vielleicht wach gewesen. Ne? Ja, das ist dann nochmal zum Trinken gegangen. Und ich denke mal, also das, was mich irgendwie beruhigt innerlich, ist, dass wir ihm wahrscheinlich viel, viel Schmerz erspart haben. Man denkt halt nur die kleinen Klackergeräusche, die immer aus seinem Terrarium kamen, wenn er getrunken hat oder irgendwie rascheln von Heu oder das ist jetzt halt nicht mehr da. Und hier stehen halt noch die ganzen, seine kleinen Häuschen und sein Laufrad und sein, da war er überall drin, 2 Jahre lang, jeden Tag hier mit uns. Und ich muss das jetzt leider wegschmeißen. Also die letzten paar Tage waren echt schlimm für uns. Wir wussten ja auch, dass ein Hamster nicht so alt wird. Ich wollte ihm ein schönes Leben bereiten. So einem kleinen Geschöpf. Weil ich weiß, die haben es halt. Also viele Leute. Es gibt immer noch irgendwie zu viele Leute, die denen viel zu kleine Käfige hinstellen. Und das macht mich so traurig. Und ich wollte das alles nicht. Und dann nehme ich halt auch gerne viel irgendwie Geld und Zeit und irgendwie Herzblut in die Hand. So, und mach das. Ordentlich. Und ich glaube, das habe ich irgendwie auch geschafft, mehr oder weniger. Wahrscheinlich ist das, was übrig bleiben sollte, irgendwie. Und nicht dieser Schmerz, der jetzt noch halt irgendwie, weil er so nah ist, irgendwie tief sitzt. Aber ich habe so eine Situation halt auch noch nie gehabt. Deswegen ist das halt irgendwie ganz besonders schlimm, glaube ich. Ich weiß nicht. Naja. Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm hatten. Das war ein Geschenk. Das Leben gibt und nimmt. Mhm. Du musst beide Seiten immer akzeptieren. Es ist nur alles ausgeborgt. Und das, was bleibt, sind deine Erinnerungen daran. Mhm. Und die waren zu 99% wundervoll. So. Und erheiternd und herzerfüllend. Und das ist irgendwie das Wichtige. Danke. Danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Unser Leben geht weiter. Wir wünschen euch noch ganz viel Glück und wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Tschüssi.